nur Sommer und mal sonnig und warm. Ah, im Fernsehen kommt nur noch was mit Hitzealarm, weil durch die Dämse droht der Risikogruppe dort tot. Meine Mutter rufen die jetzt vom Gesundheitsamt bei mehr als 30 Grad früh und abends an und fragen, ob die noch lebt. Die nennen das Hitzetodcheck. Hitzetodcheck. Ich schmeiße mich weg, nie war. Hitzetodcheck. Das ist doch jetzt ein Niveau. Ist mir zu warm, geh ich ins Freibad rein und packe mir genügend Bier zum Trinken ein. Auch noch so circa 2 Stück bin ich letztens eingenickt. Der Bademeister hat mich sofort wieder aufgeweckt und mit so einem Defibrillator erschreckt, weil der zur Sicherheit checkt, dass niemand an der Hitze verreckt. Hitzetodcheck. Ich schmeiße mich weg, nie war. Hitzetodcheck. Das ist doch jetzt nie war. Als meine Oma letztes Jahr mitten im August mit 102 Jahren verstorben ist, gab's lauter Hütelein mit der ihrem Totenschein. Wegen aktueller Anordnung vom RKI lag die wochenlang im Kühlschrank in der Pathologie. Es war die Hitze nie klar, die angeblich Todesursache war. Hitzetodcheck, ich schmeiße mich weg, nie war. Hitzetodcheck, das ist doch jetzt nie war. Mein lieber Scholli, sowas hatten wir da schon mal. Es fing an mit C und hörte auf mit A. Fantasier ich bloß, oder geht das schon wieder hier los? Hitze, Lockdown, oh nee, bitte nicht. Hitzschlaginzidenz, Hitze-App und Sonnenhutpflicht. Hitzeschutzimpfung und Hitzebürger-Testzentrum. Hitzetodcheck, ich schmeiße mich weg, nie war. Hitzetodcheck, das ist wohl jetzt nie war. Hitzetodcheck, ich schmeiße mich weg, nie war. Hitzetodcheck, das ist doch jetzt ein Niveau. Das ist doch jetzt ein Niveau. Das ist doch jetzt ein Niveau.